Die Vereinten Nationen haben für Teile Somalias offiziell eine Hungersnot erklärt. Das ist die höchste von 5 Alarmstufen im Frühwarnsystem der Welternährungsorganisation FAO. Die FAO erklärt eine Hungersnot, wenn mehr als 30% der Kinder unterernährt sind und täglich 2 von 10.000 Menschen verhungern. In Teilen Somalias liegt die Sterblichkeitsrate bereits 3-mal so hoch. Über 750.000 Menschen sind bereits aus Somalia geflohen. Mehr als 10 Millionen Menschen sind am ganzen Horn von Afrika von Lebensmittelknappheit und Hungersnot betroffen. Dadaab an der kenianisch-somalischen Grenze hat sich inzwischen zum größten Flüchtlingslager der Welt entwickelt. Jede Woche kommen hier 10.000 neue Hilfssuchende an. Ohne schnelle Hilfe werden wir sterben. Wo ist die UNO? Wo ist die islamische Welt? Bitte helft uns, wir leiden so sehr. Die Welt sollte handeln, um unser Leben zu retten. Die Vereinten Nationen planen jetzt eine der größten Notfalloperationen in ihrer Geschichte und werben um internationale Unterstützung. Bis Ende September werden 200 Millionen Euro gebraucht. Unter anderem wird über eine Luftbrücke nach Südsomalia nachgedacht.